Frage, wer schaut LCS bitte auf Deutsch? Ich glaube, es gibt einige, die LCS auf Deutsch schauen. Ich denke, die Jüngeren vielleicht eher und die Älteren schauen fast alle, die ich kenne, auf Englisch. Bei mir geht es einfach schon um die Kommentatoren. Wenn so ein Freak oder sowas castet, dann bin ich schon glücklich. Dann bin ich schon happy. Vi hat kein Pull bekommen. Interessant. Sehr interessant. Ghost zu! Top Donation des Tages heute. Vielen Dank! Womit habe ich das denn verdient? Sehr smile kann ich dir momentan leider nicht mehr geben, aber ich denke, es ist immer noch besser wie nichts. Auf jeden Fall! Ich sag vielen Dank! Es könnte sein, dass die gegnerische Botlane kommt. Muss ich aufpassen gerade. Und noch ein Subscription direkt dahinter. Wo ist die Botlane? Er hat mich geguckt. Oh! Hat er noch einen Heal? Ne, Miss Fortune hat schon geheilt. Ich krieg First Blood, Vi kriegt den nächsten. Okay. Die Krabbe nehme ich auch noch mit. Oh, ich bin schon wieder da. Let's go. Control Ward. Noch geschafft, okay. Okay. Die Erfahrung der Krabbe nehme ich mit. Und den First Blood Kill. Also nochmal vielen Dank, Ghost. Ich weiß sehr zu schätzen. Und King Hase, willkommen über Unity. Ich hoffe, du wirst nicht bereuen. Vielen, vielen lieben Dank. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht es gut. Auf ein reiches Leben, mein Lieber. By the way, Leute, wenn ihr irgendwo unten oder oben so einen lilanen Button habt und zufällig Twitch Prime habt, dann könnt ihr kostenlos subscriben bzw. abonnieren. Ohne dass ihr was zahlen müsst. Ich sag's nur, bevor es rumliegt. Twitch Prime User haben da einen großen Vorteil. Okay. Smiten wir den mal. Dungo, XD! Nochmal mit einer Donation. Er ist gut drauf heute. Auch immer am Unterstützen. Er hält den YouTube-Chat im Auge. Scheiße, in die falsche Richtung. Ich will dich haben, Crap. Und du willst oder nicht? Alright. Toplane Yasuo, wie sieht's bei ihm aus? Der ist gewordet. Dark Harvest Rise, ist schon funny. Ich weiß, wo gewordet wurde, ich hab's gesehen. Ich gehe oben rum. Okay, Flash von Zed haben wir. Die Wards stehen gerade auch sehr gut, dass eigentlich Ryze nicht geholt werden kann. Da steht ein Ward, hier steht ein Ward. Das ist beides meine? Ne, den hat er gestellt. Ich sage, Top muss jetzt weg. Ich sage, Vi ist Topside. Vielleicht irre ich mich auch, aber sicher ist sicher. Weil die kann gerade nirgendwo anders hin. Yasuo ist gankt man gerne. Ich freue mich schon auf meine Form. Kane habe ich auch eine Zeit lang sehr gerne gespielt. Oh, da kommt sie schon. Schade. Bin ich zu spät. Das Golem-Camp nicht mehr machen dürfen. Aber warte mal. Lässt er den alleine? Mit vielen Minions da. Ah, okay, ne. Ich wusste genau, dass ich nochmal kommen will. Ach, weil hier ein Pinkwall ist. So, ein bisschen was.
Hexen wir hier mal. Und wie viel schnell Level 6 bekommen. Der Thresh ist Topside! Surprise! Surprise! Einser Schuh habe ich Bock drauf. Jetzt spawnen die Buffs, gleich bin ich 6. Wen hole ich mir mit 6? Vi. Ich glaube, ich könnte die Vi 1v1 mit Level 6. Mal gucken. Kannst du Kamer erklären? Soweit bist du noch nicht beim ABC. Ich kann es gleich mal versuchen, hier zu umreißen. Claude, danke für deine Donation. Hast meinen Namen falsch geschrieben beim Inviten. Feels bad. Ja, wirklich. Feels bad, man. Sorry dafür. Danke für deine Donation. Wie funktioniert Kane? Kane sammelt an gegnerischen Champions Seelen. Das heißt, wenn du Nahkämpfer angreifst, beziehungsweise Fernkämpfer, bekommst du Seelenfragmente. Hier siehst du die Leiste, dieser Kreis. Und wenn das voll ist, kannst du dich verwandeln zu einem Darken, roten Bruiser Kane oder zu einem Assassin, blauen Shadow Kane. So viel zu der Passiven. Die Kürzlichkeit ist dieses Ran, Dashen und Drehen. Beide Instanzen machen Schaden. Das ist das, was wir zuerst maxen. Die W-Fähigkeit ist das hier. Zack, lädt sich kurz auf, aber macht ganz angenehm Schaden. Die E-Fähigkeit lässt dich durch Wände gehen für eine gewisse Zeit und du bist ein bisschen schneller währenddessen. Und die Ultimate, wenn du jemanden mit einer Fähigkeit oder einem Auto-Attack getroffen hast, kannst du ihn in ihm verschwinden kurz und ihm dann nochmal einen Teil seiner Leben abziehen. Das war jetzt so ganz schnell ein umrissender Kane. Wichtig bei diesem Champion ist, für welche Form du dich entscheidest, Bruiser oder Assassine, verändern sich nochmal die Fähigkeiten teilweise. Kane hat auch so einen geilen Spam. Da ist die Crab da. Crab ist da. Aber gehört mir. Ja, die wissen Bescheid. Okay. Er geht rein! Mutig, Thresh! Mutig! Vorsicht, Brad, da ist doch noch die Vi und die Ulti. Leute, ihr habt gerade Vi wieder 2 Kills geschenkt. Was stimmt nicht mit euch? Lasst es gut sein. Wir hatten doch den Thresh. Eieiei, Katastrophe! Katastrophe! Boah, so viel Farm lohnt sich viel mehr als die Crux. Warriors ist fertig und meine Boots sind fertig. Das ist schon mal sehr gut. Oh mein Gott, und die Shadowform! Bam! Jetzt geht's los, Baby! Jetzt geht's los! Woo! Wir sind jetzt der Shadow Assassin. Das ist eigentlich der Blaue, aber mit dem Skin sieht er nicht wirklich blau aus. Der Unterschied ist der, dass du jetzt einmalig mehr Schaden am Gegner machst, wenn du den ersten Hit machst. Deine W kannst du im Laufen casten, sie geht weiter und macht mehr Schaden, dein E macht dich noch schneller in der Wand und das war's, glaube ich. Okay, RTP. Ich würde es mal testen. Ich würde es mal testen wollen. Oh, ich hab gar keine Ult! Ja moin! Warte mal, vielleicht geht er noch rein. Lol, ich hab mal vorne geflasht, weil ich mit meiner Ult hier. Oh lol, RIP Yasuo. Er hat aber auch beide Male nicht geultet. Wollte er noch nicht. Das war my bad. Ich hatte. Jetzt habe ich meine Ulti ab. Passt. Hatte gar keine. Oh, Leute,
Wenn man aus der Base kommt, dann denkt man, okay, ich hab mein Ult. Oh, stark. Wenn man direkt aus der Base kommt, dann geht man irgendwie immer davon aus, man hat die Ultimate. Aber nein, ich hatte sie nicht. RIP. Aber sehr gut. Yasuo hat noch den Mundo geköpft. Rise 69 CS, sehr solide. Miss Fortune. Dark Harvest Rise funktioniert actually. Miss Fortune und Lucian sind relativ ähnlich, das ist okay. Und die Vi hat auch Flash Q eingesetzt, mal ganz so nebenbei. Are you done talking? Yeah. I don't wanna be playing no more. Wir machen jetzt noch die Camps und dann gehen wir, glaube ich, noch ein paar Leute besuchen. Ich bin da gerade gewardet, habt ihr es gesehen? Weiß nicht, ob es reicht. Reicht nicht. Oh, mit der W noch erwischt. Die weiß. Die hat super viel Damage gerade, ne? Oh, Brand Ultimate. Die kommt ja mal awesome. Beide mega low. Aber es hat nicht gereicht, oder was? Okay, wir lassen doch mal hier die Finger davon. Oh, ich werde langsam schon sehr schnell. Ich komme langsam rein in diesen Burschen. Das war der erste Tod von Vi. Oh, die hat Knete gebracht, sehe ich gerade. Jede Menge Zaster. Wir können uns noch nichts leisten. Nichts Vollkommenes zumindest. Oh, 750, komm, machen wir schon so. Ich glaube, ich will eigentlich Yumus zu. Oh, guckt euch an! Ob die im Stream gesehen hat, dass ich recalle? Man weiß es nicht. Naja, schafft er nicht mehr. Ne, passt. Ah, oder? So ein übelster Lucky Punch. What? No! Jawollo! Rice! Der Gott! Haut er die Q zwischen den Smite und den Auto-Attack? Ein Geniestreich, Leute. Oh shit, und wir haben Damage. Haha! Das war geil. Noch nicht mal das Blade, der Damage, der kommt jetzt. Kill the mind, build the mind, free the mind. Ist okay, ich glaube nicht, dass Mundo mich hier holen kann, dafür bin ich zu mobil. Aber die Vi könnte kommen, wie ich sehe. Keine Ultimate. Die Vi ist hier auf jeden Fall hochgelaufen. Der Mundo hat bestimmt Ninja Tabis und Barmy Cinder und hast nicht gesehen. Ich glaube nicht unbedingt. Oh nein, der Rice hat immer noch nicht. What is this range? Ich dachte ehrlich gesagt, dass direkt nachdem Rice den Blue gemacht hat und ich ihn da pinge, dass er direkt hochläuft. Aber ich glaube, der wollte sich lieber mit
Farm vergreifen, was ich auch verstehen kann. Ich glaube, ich baue bei ihm doch Duskblade zuerst. Oder doch Yumus. Ich habe genug Damage auch mit Yumus, so kann ich schneller reisen. Ich habe dann auch noch versucht, also ich meine, ich habe ja hier rüber geflasht und hätte hier auch abhauen können. Aber ich dachte immer noch, dass der Ryze vielleicht trotzdem noch moved und wollte das Ganze in seine Richtung bringen. Aber okay, Misskommunikation so ein bisschen. Are you done talking? Jetzt müsste es abgehen, Leute. Die Bar ist super dick, aber die ist trotzdem immer noch leveltechnisch gut unter mir. Weil wir jetzt auch extrem schnell Sachen clearen einfach. 126 CS. Heavy gewordet, ne? Nicht mehr. Boah, da kommt der Brand und das Fortune! Holt euch die Wahl, Bros! Ah, Brand. Und andere Pläne? Oh nein, wieder so ein Greedy Flash vom ADC. Jedes Game! Jetzt kommt Yasuo. Mit dem Ignite reicht es. Also sobald die Vi mich von irgendwo mit ihrem gechargten Q trifft, ihr Electrocute proct und ihr E-Punch benutzt, bin ich schon mehr als halb tot. Bin froh, dass ich meine Combo noch at least rausbekommen habe auf Lucian war das, glaube ich. Aber die ist gefährlich. Wenn mich diese Vi hier erwischt, dann ist es nicht gut Kirschen essen. Vor der muss ich mich in Acht nehmen. Habt ihr gerade gesehen, was für eine Schnelligkeit ich hatte? Das wird so geil mit dem Shadow Cane, wie flott man einfach ist. Sobald die Items ab sind, gibt's Rambazamba. Yannick, danke für deine Donation. Hey, grüß dich mal lieber. Cool, dass du da bist. Boah, schon wieder. Der Yasuo geht sogar rüber, ohne groß zu zögern, er ist mutig, hat die Balls. So ein seltsamer Fight geht hier vor sich. Nice. Vielleicht auch nicht nice. Mal gucken. Mundo ist. Oh, ja. Ja. Und da ist immer noch der Mundo full life. Kann aber Ryze nicht abbrechen. Stark! Ich hatte leider, das ist das, was ich meinte, damit du mit Kane ultien kannst, musst du vorher jemanden entweder Auto-Detect haben oder... Dafür braucht man eigentlich Chilling Smite. Dafür braucht man eigentlich Chilling Smite und nicht hier das, was ich habe, das, Challenging Smite, genau so heißt es. Ich habe es gerade noch so geschafft, auf Thresh irgendwas zu hauen, damit ich ultien kann. Serve to sharpen my focus and my blade.
Kane ist geil, aber ich darf mich nicht so schnell frühstücken lassen. Jetzt glänzt der Rice. Auch ein sehr cooler Champion, finde ich. Guckt euch das mal, wie schnell ich bin. Mit Jumos. Über die Wand. Über die Wand. Über die Wand. Über die Wand. Und man kann so weit reisen und engagen. So rechnet fast gar keiner mit. Infernale Drache. Gehört auch bei uns. Ist schon gut. Ich darf nur nicht in die Weih laufen, aber irgendwie will ich hier auch bleiben gerade. Okay, okay, warte mal, Miss Fortune macht da gerade was. Aha! Der Rice ist auch plötzlich so solide geworden. Feel the body, free the body, be the body. That's King. So schnell im Jungle, dieser Champion. Unglaublich. Keine Mana mehr für ein Q. Und ich habe mir auch gedacht, lohnt sich das überhaupt alles auf dem Mundo zu schmettern? Die klare Antwort lautet nein. Oh ja, so, jetzt ein Triple-Assack hier und? Ja! Oh was, ja, ulti nicht! Jeder hier so Spieler ulti doch da! Nach der Ulti, guck, der hätte ein Schild bekommen und er hätte locker den Lucian in der Ulti killen können. Keks! Keksmixer! What a name! Danke für deine Donation! Thank you for your dono. Boah, dieses Game, ich bin zu oft gestorben. Ich bin aber auch etwas greedy. Ein wenig. Danach gibt es noch ein letztes Game, Leute. Eins schaffen wir noch. Lange nicht mehr gesehen, beziehungsweise hat leider vergessen. Trotzdem schönen Stream noch. Wünsche dir auch, mein Lieber. Und danke für die nächste Donation. The Dono Number 2. Das könnte spannend werden hier. Sowas von Rhythmusfortune. Ich will nicht an den Mundo rangehen. Kriegt die Echse. Wir haben den Tower. That's the point. I have a plan. Ohne Ultimate!
That's the power of Assassin Kane. Ja, man will auch eigentlich die Carries haben. Ich habe zu viel mit Mundo und mit Vi verbracht. Oder den, den müsste ich doch easy holen eigentlich. Leute, kommt schon! Let's go! Hab ich ja noch den ADC gebracht. Schade, dass ich die Wahl nicht gerettet habe. Ja, so hätte sogar hier oben noch den Thresh holen können. GA ist ready. Hauptsache die Rache. Sometimes ist Rache das Süßeste. Ich habe eine Frage, wirst du eigentlich generell ein Editor-Gameplay auf deinem Kanal hochladen, wenn du die Erlaubnis erhalten hast, wie in meinem Fall? Wenn das editierte Gameplay gut ist und die Erlaubnis von dir da ist, dann, das ist ja, glaube ich, dann so auch mit die höchste Krönung, die ich dir geben kann. Natürlich würde ich das dann hochladen. Und wenn das irgendwann auch richtig gut ankommt, mal in Betracht ziehen, überhaupt mal einen Editor vielleicht an Land zu ziehen. Kann ja nicht verkehrt sein. Okay, nächster Try, oder? So. Diesmal schon, mein lieber Mundo. Er kennt auch keine Grenzen mehr, der Mundo. Jetzt haben wir ihn dir endlich mal gezeigt! Pusht er selbst, ja oder nein? Wir werden es sehen. Er läuft zu mir so rüber, viel's bad. Oder ne, die sind am Drachen, das kann auch sein. Nein, er hat erstmal nur die Krabbe gemacht, okay. Dann gucken wir uns wieder den Speed an. Ich habe keinen Jumos, aber es geht auch so. What? Wie schade hat die Ult gemacht? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Man hat so einen geilen Schaden und die Carries hassen einen Shadow Assassin Kane. Ich sag euch das. Die können ihn irgendwie aus der Wand heraus killen. Das ist das Coole auch an diesem Champion. Der Red Buff spawnt. Oh, 9 Sekunden kommen, den nehmen. Ah, wobei, ne, den nehme ich gleich mit. Man braucht wirklich, wenn man gut editiert, lange Zeit für ein Gameplay. Mary braucht für ein 3-Minuten-Video manchmal 2 Tage, weil sie sich so viel Gedanken macht. Man muss das auch üben, auf jeden Fall. Ich brauche noch ein letztes Item. Leute, fuck, welches ist das letzte Item? Welches muss es sein? Black Cleaver würde mir zu viel CDR geben. Last Whisper, Stormraiser, Blutdürster, vielleicht. Ich baue erstmal ein BF-Schwert und ihr sagt mir, was mein letztes Item sein soll. Meanwhile, Sarah, das, danke für die Bits. Der Kane, holy. Ha? Niki sagt Stormraiser, Coronatsu sagt Stormraider, Klöpschen sagt Black Cleaver. Vielleicht doch wegen der Passion, ich weiß es nicht. Guckt euch den an. Jetzt wollen wir es nochmal sehen. It's still funny! Wait, die sind alle da. Wie mach ich den hier? Die meisten sagen Thornmay! Was für Thornmay? Das macht keinen Sinn!
lesson. Okay, sie flasht nochmal raus. Ist das der Mund oder der Tipet? Guter Baron-Pick. Ich denke, Stormraiser könnte cool sein wegen dem extra Burst auf dem ersten Auto-Attack. Kann ich mir gerade leisten. Komm, wir probieren es mal aus. Wir können gleich eh noch ein anderes Item von mir aus austauschen und schauen, wie es funktioniert. Mit dem Blue Buff habe ich auch sogar 40% schon. 560 AD. Rystark haben, wie viele Seelen hat er denn jetzt eigentlich? Kann ich das irgendwo sehen? Wenn ich ihn anklicke bestimmt. 210! Oh mein Gott, dann ist er sogar echt stark. Warum pushen die eigentlich Mitte? Wir haben doch den Inhibitor schon, oder? Sehe ich da was falsch? Irgendwie macht das gerade gar keinen Sinn, da Mitte zu stehen. Okay, sie wollen fighten, dann gehe ich rein. Habt ihr gerade den Kane gesehen? Beide Carries! Geone-shotted! Beide Carries waren instant ciao. Nein! Komm, den kriegen wir auch nochmal. Beide Carries instant ciao, Leute. Hoffentlich hat es euch gefallen, liebe Freunde. Ich glaube, das Game hat mir auf YouTube bisher mehr gefallen als das erste. Deswegen gucken wir uns mal kurz den Damage-Graphen an. Euer Wunsch, Shadow Kane, sei mir Befehl. Es war nicht 100% clean, aber es hat Spaß gemacht. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Haut wie immer den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal.